Hallo meine Lieben, ja, ich streiche alle Orakels, ja, alle Horoskope und wir fangen an mit Widder, ja. Ich benutze die Tarotkarten, ja, Nadine Breitenstein, Sanssouci Cards, ja, und andere noch, die ich das Gefühl habe, ich muss noch klären, dann werde ich klären, ja, die Situation. Genau, mit Lenormand. Dann beginnen wir, ja. Also Orakel, Tarot, Widder. Was ist bei dir? Momentan. Ja. Genau, das ist dann das Thema, ja. Dann werden wir da. Also, Orakel Tarot wieder. Was ist bei dir? Ja? Es werden nicht alle in Resonanz sein, ja? Aber das Gefühl hast doch, das entspricht meiner Situation oder die Hälfte. Ja? Es gibt eine Botschaft für gewisse Leute, Gruppe da draußen und die andere für die andere da draußen, dann ist es so. Ja? Oder kann sein, dass du ganz in Resonanz bist. Ja? Einfach daraus spicken, da, weil es Botschaft für dich ist, ja, wieder, ja. Genau. Vergangenes, ja? Wieder, was war bei dir Vergangenes? Mhm. Und die hat sich gezeigt. Dann drei Karten Gegenwart. Mhm, die hat sich gezeigt. Gegenwart. Danke. Zukunft. Ausgangslage. Ja. Danke. Kam zwei Karten, dann ist es so. So. Voilà. Und ich kläre mit Lenormand, ja? Jawohl. Und was sagen die Engels, ja? Noch eine Karte hier, was die Engels noch zu sagen haben. Oder die Situation, Ausgang. Wieder. Orakel Tarot wieder. Mhm. Voilà. So, dann beginnen wir Hauptthemen wieder. Aha. Liebe statt Angst, statt Schwierigkeiten, sich seinen Gefühlen zu stellen, eine vom Umfeld nicht akzeptierte Beziehung, Vergangenheit, Vorurteile loslassen, sich einlassen, Gegensätze überwinden. Ja, es geht um die Liebe statt Angst. Das ist Hauptthema momentan bei dir wieder. Was hast du hier? Vergangenheit. Mhm. Kann dich repräsentieren oder dein Gegenüber, ja, ist sehr umsorgend, ja, etwas wächst, ja, gute Entwicklung, sich entfalten, ja, aber etwas hat dich blockiert, ja,
etwas hat dich sehr blockiert. Ja? Du hast diesen Stillstand. Ja? Und es ging um eine jüngere Person. Ja? Es ging um eine jüngere Person. Ja? Und der hat dich abhängig gemacht in der Liebe. Ja? Du warst abhängig von dieser Person. Ja? Kann dich repräsentieren hier, ja? Dass du dich sehr, sehr, du hattest mehr Kummer und Sorgen, diese Bindung. Ja? Liebe statt Angst, das war die Vergangenheit. In Gegenwart wieder. Ja? Du bist, du möchtest Ordnung schaffen, ja? Du gehst diszipliniert in Gegenwart, ja? Und dieser Durchbruch von dieser Vergangenheit, ja, auch mit dieser Person kann sein, oder eine Situation hat dich sehr, sehr belastet. Das ist das, was ich gemerkt habe in der Vergangenheit. Du warst abhängig von diesem Menschen und dieser Mensch kann sein, dass er jünger war als du. Ja? Es hat mit Liebe statt Angst, der hat dich fix und fertig gemacht. Ja? Du hast um alles gesorgt, du hast alles Arbeit erledigt, eure Bindung. Du hast, das war nicht dein Partner, das war wie ein Kind für dich. Ja? Du musstest deine Aufgaben machen und seine. So merke ich das. Ja? Und immer noch in der Gegenwart hast du Durchbruch zur Lösung. Ja? Und du gehst sehr konsequent, ja? Weil du nicht mehr kannst wieder. Du kannst nicht mehr. Ja? Du kannst nicht Überforderung, Betrügung, Belastung, Streit, sich allein gelassen fühlen. Der hat in der Partnerschaft seine Aufgaben nicht gemacht. Und hier, in naher Zukunft, du wirst Probleme lösen mit diesem jemanden, aber, tiefe Verletzung schleppst du immer noch, diese Liebeskummer, diese Enttäuschung von diesem Mensch, immer noch in der Zukunft. Schau mal. Ja? Und du wirst immer eine unruhige Zeit noch in Zukunft haben, was dieser Mensch betrifft. Aber du musst konsequent sein, hier der König, ja, der Herrscher. Ja? Du musst konsequent sein. Du musst Entscheidungen treffen und diesen Streit mit diesem jemand beenden, diese schlechte Situation. Du wirst es, ja? Du hast den Zepter in der Hand, ja? Und was sagen die Engel wieder für dich? Heute in einem Jahr, das Ganze, heute in einem Jahr, wirst du erfolgreich, ja? Probleme lösen. Ja, Positivität in dein Leben kommen. Ja, heute in einem Jahr wirst du aus dieser Situation gehen. Ja, und du musst auch daraus lernen. Ja, ist sehr, sehr wichtig. Ja, daraus lernen. Und ich möchte noch eine für die Liebe, weil es geht um die, oh. Entschuldigung, es geht um die Liebe, ja? Da möchte ich dir eine Karte, ja? Wenn du das alles erfolgreich wieder überstanden hast, weil es geht um eine Ex-Partnerschaft, eine Ex-Person, die unreif war in der Bindung, ja? Und bis Zukunft, ja? Aber du wirst dich entscheiden. Heute in einem Jahr wirst du von diesem Problem, wirst du alles überwinden, ja? Und was kommt in der Liebe für dich wieder, wenn du das hier alles hinter dir hast? Ja, was kommt in der Liebe? Eine Botschaft. Was kommt in der Liebe für wieder? Orakel, Tarot, wieder. Wow, gute Zeit wartet auf dich in der Liebe. Gute Zeit wartet auf dich in der Liebe. So, meine Lieben, das war Orakel Tarot wieder. Und ich drehe jetzt Orakel Tarot Stier. Adieu.